Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie sie die Glyphen aktiviert haben. Aber sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Echt jetzt, Ryder? Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß. Wer bin ich? Mehr Shader braucht das Spiel. Mehr Shader. Ah, sind die Mods fertig geladen? Nein? Ah, hier ist der Plan. Ich habe vor, mein Pacing ziemlich gut zu gestalten. Das heißt, dass gesprochen und gekämpft wird in Folgen. Das heißt, ich werde zurück aufs Schiff gleich mal gehen, wenn sie mich nicht automatisch dort spawnen. Und ein paar Gespräche wieder anfangen. Ein paar Kleinigkeiten-Mods habe ich mir noch runtergeladen. Vetra habe ich gesagt, will ich Facepants. Hab Rüstung bekommen. Jetzt sind wir Team Red Armor. Red. Vetra, komm her. Cora post schon, Vetra. Du musst mit posen. Okay, ich sehe schon. Vetra wird gleich aus dem Team geschmissen. Sie postet nicht mit. Für Baby habe ich mir einen Mod. Sind im Steigflug. Reden ist schwer. Für Bibi habe ich mir keinen Mord runtergeladen. Einen Mord habe ich mir runtergeladen. Leider. Liam sucht nach Ihnen. Ja, wir reden mit allen schnell durch. Zuerst Lexi. Und Lexi habe ich Facepaint besorgt. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied stark merkt, aber es sind viele Kleinigkeiten Mods. Rüstungen, Gesichter, nicht für jeden Charakter. Und hauptsächlich Rüstungen für Bibi und Cora. Da sieht man, wer die Lieblinge sind. Lexi? Verdammt. Suche ich sie einmal, dann ist sie nicht da. Wo schlaft die eigentlich? Lexi. Und aufs Auto habe ich da nun raufgeschmissen. Pathfinder Ryder in den Maschinenraum. Ich wiederhole, Ryder in den Maschinenraum. Scheiße, ist das Ding etwa an? Ich bin ja schon da. Aber wo ist denn Gil? Hier ist jemand. Ah ja. Ah, der Pathfinder dreht seine Runde. Und sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Naja, es ist eben ein Scheißjob. Sind Sie der Sprecher des ganzen Gesindels? Sein König, um genau zu sein. Sie sollten sich also vielleicht verneigen. Ansonsten weiß man nie, welche Teile der Nomad verlieren könnte, während Sie da draußen sind. Ich denke, ich lasse es drauf ankommen. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht. Ich kann aus diesem Baby mehr rausholen, als viele denken. Aber wir sollten trotzdem immer mal wieder einen Zwischenstopp an der Nexus einlegen. Zumindest vorerst. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Ich bezweifle, dass das nur Ihnen so ging. Ja, aber für mich ist Reue etwas vollkommen Neues. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele. Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Sie meinen, wie glücklich Sie waren, weil ein Pathfinder aufgetaucht ist? Ist doch Jacke wie Hose. Entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Ah, Ryder muss mehr Autorität aufbauen. Und nicht Romanzen. Sonst noch was? Jillian. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr unterhalten. Was gibt's? Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder.
Ah, nee, der Typ ist ja lässig. Sarkasmus. Gefällt mir wirklich. Ich hatte für das alte Budenteam alles geregelt, bevor ich gegangen bin. Es ist zu früh für so viele Abschiede. Aber zumindest ist Liam noch hier. Und ein Ryder. Du wolltest doch der bessere Ryder sagen, oder Lexi? Danke. Ryder. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Arthritis, das ist hart, aber Knochenarthritis. Puh, die haben es geleckt. Skelett in Borderlands. Ja, im Saat mit Knochenarthritis. Oh. Da war ich schon bei dir unterhalb. Verdammt. Nett haben Sie es hier. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Es gibt zurzeit überall Verluste. Dad, die goldenen Welten. Ein Freund und Mentor, der sie dazu ausgebildet hat, ein Pathfinder zu sein. Als ich sagte, ich würde ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Oh, ja. So ist das mit der Blutslinie als Nachfolger. Sie und ich, Seite an Seite, das hört sich gut an. Seien Sie nicht charmant, wenn ich wütend auf Sie bin. Sind Sie das? Sie glühen gar nicht. Vielleicht ein bisschen errötet. Hören Sie, wir haben nach wie vor die Mission und viele Träume, die wir wahr werden lassen müssen. Oh, ich hasse Flirten. Selbst wenn, liegt ein riesiger Berg Arbeit vor uns. Mit harter Arbeit hatte ich noch nie ein Problem. Meine Biotik, dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Ein anderes Mal. Aber ich bin ja nur hier, um zum Flirten zu lernen. Wo ist der Rest des Teams? Die anderen zwei waren unten, glaube ich. Bin ich einfach vorbeigegangen.
Stiegen hier. Mach einen Salto runter, komm schon, Mann. Hol die Autorität. Verdammt, ich kenne mich auf meinem Schiff gar nicht aus. Wir? Ja. Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Ich find's cooler, wenn sie mich mit Commander anreden würden. Das Ding durfte mit nach Andromeda? Tja, es war brandneu, als wir aufgebrochen sind. Es war ein hartes Jahr. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Kopf zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was war Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Das ist ja cool auch schon eigentlich. Schmeckt gleich viel besser. Ich habe das alles hinter mir gelassen, als die Arbeit meines Vaters schiefgelaufen ist. Es ist ewig her. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, hä? Ganz direkt. Wenn wir jeden flirten. Weil ich solche Momente schätze mit Leuten wie Ihnen. Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Aber gut zu wissen, dass ich überall ankomme. Trotzdem ist es eine Antwort. Sie wollten was weit weg von zu Hause. Verstehe. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe vor meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur vor mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job. Alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Wenn alles hier schief geht, könnte die Reise umsonst gewesen sein. Ich weiß, warum ich hier bin, und ein holpriger Beginn ändert nichts daran. Das lasse ich nicht zu. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche, Sie und das Team. Pathfinder findet Planeten und damit eine Heimat. Sie haben Ihren Teil im Griff, Sie schaffen das. Und ich versuche mich um den Rest zu kümmern. Okay. Liam darf wieder ins Team. Das war gerade witzig. Das hat mir gefallen. Oh, ich hol dir noch ein gutes Mod, keine Sorge. Ich habe nur eine Lederrüstung gesehen. Lederrüstung? Ich rede mit ein paar Leuten. Vielleicht können sie dich ja bei der Kommunikation brauchen. Lederjacke. Was ist also mit dem Pathfinder los und ich soll auf ein Funkgerät starren? Entweder das oder du hilfst Cash beim Aufräumen. Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Ich höre Na, dich. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei irgendwas Wichtigem. Überhaupt nicht. Wir sind so gut wie fertig. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen, ohne jede Erklärung. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich glaube... Nein, ich bin mir sicher, ich kann Ihnen hier von Nutzen sein. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Wow. Da bin ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein.
Wir brauchen diese Art von Begeisterung. Ich hoffe nur, ich kann dem gerecht werden. Das werden Sie schon. Und falls nicht, behalte ich es für mich. Versprochen. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gills Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Ich will's überhaupt nicht. Oh. Oh, goddammit. Ich muss rauf wieder. Ah, ich hätte mit Gil auch flirten sollen. Verdammt. Wenn sie jetzt noch rotes Facepaint kriegt. Hat keine Ausdauer. Ah, Pathfinder. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Dr. Suvi Anwar. Meine Aufgabe ist es, als Verbindung zwischen Ihrer Crew und dem Wissenschaftsteam der Nexus zu dienen. Was meinen Sie mit Verbindung? Werden Sie mich verpfeifen? Natürlich nicht. Ich interessiere mich nicht für Politik. Ich gebe lediglich wissenschaftliche Ratschläge. Ich habe sämtliche Planetenscans studiert und konnte sogar einige Bodenproben aus Helios untersuchen. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen meine Analyse der heimischen Bakterien und Mikrofauna. Sie umfasst 60 Seiten. Ist sie hilfreich für meine Mission? Sie würden nicht glauben, was wir alles aus Bodenprofilen lernen können. Was ihr gelebt hat und gestorben ist. Wie unsere eigenen Pflanzen hier zurechtkämen. Wie auch immer, ich warte seit Monaten darauf, da rauszukommen und mir Helios anzusehen. Deshalb habe ich mich der Initiative ja schließlich angeschlossen. Die Milchstraße war nur ein Winkel eines gewaltigen Universums. Ein Winkel eines winzigen Winkels. Und wir sind diejenigen, die aus diesem Winkel heraustreten. Das ist einfach unglaublich. Ich habe eine Zeit lang ein Massenportal bewacht. Ich wollte immer wissen, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß genau, was Sie meinen. Sie werden uns also auf Missionen begleiten? Oh, das ist lustig. Ich? Da draußen? Bei all den Waffen und Gefahren und allem anderen. Sie bekommt auch noch einen Mod. Mal schauen, was ich da finde. Ah, sie erinnert mich irgendwie an von How I Met Your Mother. Bote, Bote, Bote. Ich bin gut im Umgang mit Waffen und Gefahren. Ich könnte Ihnen etwas beibringen und sicherstellen, dass Ihnen da draußen nichts passiert. Ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Meine Arbeit in einem Labor. Und, falls es Ihnen bei dem Angebot darum ging, mich näher kennenzulernen, daraus wird leider nichts. Ich meine, ich halte die Dinge lieber professionell. Schon verstanden. Nun, wie auch immer. Ich habe gerade einige Anweisungen des Wissenschaftsteams erhalten, die ich unbedingt durchgehen sollte. Mhm. Bis später, ja? Als neuer Captain dieser Crew muss ich natürlich jeden anflirten, um zu schauen, wer professionell ist. Denn wer nicht professionell ist und zurückflirtet, der wird natürlich gleich rausgeschmissen. Ah! Das heißt, Petra wird gleich mal gekickt. Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Sorena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole. 3 Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis. Und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Ich habe mich an einen Salarianer, ich kann es in Deutsch nicht aussprechen, Salarianer
Salarianisches Augenmord erinnert. Wo ich mir auch nicht sicher wäre, ob ich das runterladen will. Aber ich weiß nicht, die dunkelschwarzen Augen sind, glaube ich, nicht so das Schlimmste. Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Kopf hoch, Callow. Wir haben schließlich Direktor Tern. Dieser arrogante kleine Bürokrat? Umso mehr Grund, die anderen zu finden. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Okay, okay. Guter Mann, guter Mann. Ja, ich habe das Ding gar nicht so sympathisch in der Erinnerung. Ich glaube, ich habe nur mit Bibi geredet und mit dem Krugraner. Und das war's so ziemlich. Also, diese Sachen haben wir zur Auswahl. Fangen wir mit Gold an. Und bestätigen. Leite sie klug ein. Danke, Kello. Danke. Ich hupfte gleich wieder aufs Schiff. Während wir gleich mal uns Bibi angeln. Wenn das so schnell geht hier. Springen. Ja, ja, wir wissen es. Badass Aufstellung. Mädels, Badass Aufstellung. Nein, nicht. Nein. Oh. Dann halt nicht. Bin auf dein Schiff. So, wo steht mein Wagen? Ich ihn wieder aus der Garage holen oder haben sie ihn stehen lassen damals da? Mist. Der Nomad ist einsatzbereit. Okay. Okay. Sehr schön in Gold. Edle Sitze. Keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Ah, die Rätsel. Die gibt's ja auch noch. Verdammt. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von... über uns? Da, sehen Sie, bei dem Gerüst. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Wow. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu... Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst? Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wirkt instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Hoch mit ihnen! Sofort! Wow, ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit.
Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie sie die Glyphen aktiviert haben, aber sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte Sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber Sie sind real, hm? Sind Sie denn real? Sie wollten mir doch sagen, wer Sie sind. Möglicherweise die Lösung für all Ihre Probleme. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später. Schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Ich hab nichts gegen kleine Bots. Okay, das war's. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Phoebe auch besser. Ryder, Sie haben diese Relikt-Technologie studiert. Was wissen Sie darüber? Viel, aber bei weitem nicht genug. Sie ist alt, benutzt Glyphen und hat gute Schutzmechanismen. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn Sie die ebenfalls aufwecken, führen Sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar. Aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Ob, da darf ich ja nicht raushupfen, oder? Ich tue nur Atmosphärenwandler einschalten und rüberfahren. Ah, ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Codex. Probiert. Habe ich nirgends neben mir, sondern in dieser Map. Ach Gott, Erinnerungsblocks. Forschungsmission. Dann machen wir mal Hauptmission. Where's my nomad? Bis später, Baby. Eine Leiche gelegen. So aufgeregt, als die ersten Kolonisten hier runtergeschickt wurden. Nach all der Scheiße, die Nexus durchmachen musste, hatten wir endlich etwas, woran wir glauben konnten. Bis dann die ersten Berichte eintrafen. Dieses Mal wird es anders. Ja, ich bin mehr als bereit, wieder daran zu glauben. Tank time. Okay. Darauf muss ich. Da gab es keine Reihenfolge. Oh, verdammt. Ich habe nur einen riesigen langen Weg. Sonst
noch mehr was zu erzählen hier. Bora. Verdammt, wo wollt ihr, dass ich hingehe? Ich hoffe, dass diese Höhle da weg ist. Auf die Karte werde ich nicht ganz schlau. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Cap-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Sag mir mal hallo. Hallo, Boys. Das sind Roboter, die ergeben sich nicht. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Nicht feindselig? Dann auf andere Bots, Mr. Ryder. Danke. Keine Relikte mehr in der Nähe. Gut, gut. Wo ist die Loot? Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Ach, verdammt. Muss ich wieder aufs Dach rauf? Ich schätze, wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden. Ich hasse diese Rätsel. Da gibt es auch einen Mod. Anscheinend brauche ich noch mehr Mods. Verdammt, wirklich. Mit einem Scan müssten Sie die fehlenden Glyphen finden können. Sind wir nicht hier oben gerade? Da oben! Wir haben das im Hauptspiel geregelt hier. So nicht. Verdammt. Verdammt. Ah, es wird heruntergefahren, oder? Ah, nicht. Ja, gut gemacht, Ryder. Oh nein, habe ich nicht. Das müssen jetzt genügend Glyphen sein. Oh. Ich könnte mir beim Versagen dieses Rätsels zuschauen. Oh. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da tun soll. Das war's. Was mache ich da? Was mache ich da? Interface fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert.
Oh. Eingabe akzeptiert. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ein Landungsschiff der Kett! Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Wow. They're too late. Und schon längst draußen. Und Mako. Ei. Ich habe Ihr Dossier gelesen. Dossier, hä? Huh? Klingt toll. Und was steht drin? Das ist streng geheim. Mhm. Fangen Sie nichts an, das Sie nicht zu Ende bringen können, Harper. Okay, hören Sie. Ich fange überhaupt nichts an. Ich gehöre zum Militär. Sie nicht. Aber wir stecken jetzt zusammen in dieser Sache drin. Und das Einzige, was zählt, ist, wieder rauszukommen. Wenn Sie dazu etwas beitragen können und es sieht ganz danach aus, dann... Dann ist alles okay. Dann ist alles okay. Mhm. Wir brauchen hier keine Straßen. Ah ja, das schaut nach einer fetten Basis aus. Das sieht nach einer Art Kett-Einrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Turbolader wäre da gut. Okay. Ich glaube, ich werde mir irgendwas reinhauen, dass ich dann Biotic Explosions machen kann. Ja, ich sehe es. Was hast du geschrien? Komm, du musst. Die Musik ist gerade intensiv. Ah, das sind wir schon. Oh, bereits nach vorne gesprintet. Verrückter. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Ich hupfe einfach drüber, oder? Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Wer sind Sie?
Andromeda-Initiative. Wir wollen keinen Ärger. Behaupten Sie. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Oh, bitte, Drax, Schluss damit. Ventra, was machen Sie denn hier? Ich gehöre zum Pathfinder, diesem Pathfinder. Ventras Freunde sind auch meine Freunde. Nennen Sie mich Ryder. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cats sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Drag, wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. So verlockend das ist, Vetra. Ich bin ein bisschen zu alt, um mich im Kampf um Menschen zu kümmern. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Ich will gleich ein Steam haben, aber verdammt. Je mehr, desto besser, oder? Je mehr was? Gegner? Oder Kogianer? Da wird doch irgendwas noch Interessantes hier sein. Wie Loot. Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Akadneo? Nestlecat. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Ah, wo waren wir? Ah, beschissene Rätsel, da waren wir. Verdammt. Auto hacken. Sie müssten in der Lage sein, diese Glyphen zu orten, Pathfinder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ach, das ist, dann glaube ich, den Mega Jump. Der macht das viel leichter. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ich hab's. Okay. Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit... etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Natürlich nicht. Und Koreaner treffen. Und über die halbe Map drüber hupfen. Habe ich die halbe gesagt? Nur die ganze Map. Oh, durchkomme! Hui! Krass. Oh, eindeutig das beste Mod. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Okay, er macht sie automatisch. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Oh, die ignoriere ich. Kann doch schwimmen, oder?
Nein, Mako kann nicht schwimmen. Erinnern Sie sich noch, wie wir damals in der Milchstraße die ersten Daten über EOS erhalten haben? Sie meinen, als sämtliche Orte als H gefolgt von einem Haufen Zahlen bezeichnet wurden? Ihr Vater hatte diese Daten in seinem Büro aufgehängt. Er kannte sie in- und auswendig. Ich habe mich damals immer gefragt, wie diese Welten wohl wirklich aussehen würden. Jetzt weiß ich es. Wir sind da. Bibi Brücke. Jetzt sind wir schon in der Folge. Eine Stunde ist das Ziel. Ups. Verdammt. Bisschen genau. Da, etwas kommt aus dem See. Die Tech ist auch unterirdisch? Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Wow, es bildet sich eine Brücke. Wenn das keine Einladung ist. Hoffentlich ist sie sicher. Hi, Bibi. Wie geht's? Das Auto. Vielleicht gescannt nach Freunden und Boyfriends. Oh. Das Unrealistischste an den Mass Effect Spielen ist, dass jede dieser Frauen und Männer Single ist. Kein Pärchen, alles Single. Egal ob Garrus, Bibi, Liara, Miranda, alles Single. Wir wechseln eine Schrotflinte rein. Da habe ich sogar Mods dafür. Lauf, Lauf, Nahkampf. Ich sehe, wir müssen sehen. Der Schwierigkeit sollte kein Problem sein. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Und es sieht bei mir so leicht aus. Da geht's ganz schön tief runter. Richtig tief. Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Phoebe. Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen. Hey! Cora, hupfen. Ah. Wenn einer hupft, dann müssen natürlich alle hupfen. Es funktioniert wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus. Oder ein Gewölbe. Oder ein Thumbnail. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Da. Sehen Sie das? Das könnten Daten sein. Oder zumindest Fragmente. Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen, aber wir sollten es trotzdem erfassen. Passen Sie auf Ihre Finger auf. Da könnten Fallen sein. Die Scans zeigen keine an. Verlassen Sie sich nicht darauf. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Der Scan zeigt ein Datenmuster, aber die Glyphen ergeben keinen Sinn. Verdammt! Ein Teil der Daten ist beschädigt. Was noch vorhanden ist, ist überaus technisch. Aus dem Kontext zu schließen, könnte es sich hierbei um Anweisungen oder eine Warnung handeln. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang.
Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Ich sehe die Leitung, Sir. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Bisschen was übersprungen. Noch ein Dump. Gravitationsschacht und das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Gute Idee. So kommen wir deutlich schneller voran. Sehen Sie, ich wusste, Sie sind clever. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. Solange hier alles abgeschaltet ist, kann ihr ja eigentlich nicht viel passieren, oder? Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist eher ein Schacht mit Na, sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen. Ah, Sam, behalt das für später im Kopf. Check, check. Hier spricht... Ach, Sie wissen schon wer. Wir hören Sie, Peavy. Halten Sie die Verbindung aufrecht. Verschlossen. Sie scheint gut auf sich selbst aufpassen zu können. Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Aus wie ein Schild. Könnte nützlich sein. Wow, was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Ich hüpfe einfach drüber. Oh, das Mord. Ich habe ständig das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Darüber können wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, den Ursprung der Systemabwicklung zu finden. Also, Relikte! Waffe wechseln, du hast eine Shotgun. Passen Sie auf, dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen. Sie brennt sich durch die Schilde. Das musste ich am eigenen Leib erfahren. Wo ist der letzte Gegner? Gut. Nutzen Sie die Säulen als Deckung! Wir brauchen keine Deckung. Naja, nicht meine Shotgun. Ich glaube, das waren alle. Er zittert noch ein bisschen. Typisch Roboter halt. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Eigentlich müsste diese Flüssigkeit doch längst versiegt sein, oder? Außer natürlich, sie fließt erst wieder, seitdem diese Leitung aktiv ist.
Das wäre eine Erklärung. Haben wir hier was Interessantes? Bisschen Loot. Kupfer, Reliktprozessorkern. Blunder halt. Sehr guter Jump, Mr. Ryder. Ein paar Gegner hat's noch. Ich plane schon die nächsten Mods voraus. Bibi, kann ich mich auch noch mal umschauen? Ein weiteres Aquädukt. Diese Flüssigkeit ist hier überall. Was sind das für Pyramiden? Sie müssen gewaltig sein. Oh. Ich schätze, theoretisch wäre eine gewaltfreie Lösung dabei. Ah ja, klar. Gewaltfreie Lösung. Man kann vorbeilaufen. Phoebe! Ryder, diese Artefaktbox, die ich gefunden habe, sie ist definitiv kein Machtsymbol. Die Relikte schießen immer noch auf mich. Ich versuche es mal mit einem dieser Datenmuster, die wir gesehen haben. Ist das eine gute Idee? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Warte, Bibi, ich komm mal rüber, schauen, was bei dir so abgeht. Nein! Na, den Sprung schaffe ich doch. Komm schon, lass mich doch zu Bibi. Wow! Nein, schaffen wir nicht. Mist. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Raum zu erleuchten. Hat nicht Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Das sollten wir besser sein lassen. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unklug. Das schaut doch nicht aus. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt. Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Erledigen Sie sie. Der Kuck. Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Puh. Was schon gestorben, mach noch. Deine Cora mit meinem Ruhm geklaut. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Kabel. Management. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Das Gerät ist online und erzeugt einen Schild. Naja, wenigstens ist es nicht feindselig. Ein Verteidigungssystem nach dem anderen. Vorausgesetzt, es sind Verteidigungssysteme. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Aber erst in der nächsten Folge. Das war jetzt schon eine Stunde fast. Ganz genau bei mir. Jo, peace out.